Applaus für einen souveränen Hauptrundensieg. Island schlägt Österreich mit 33 zu 27. Schon in der ersten Hälfte zeigten die Isländer ihrem Gegner die Grenzen auf. Thorir Ólafsson mit dem 9 zu 4 per Tempo-Gegenstoß. Nach der bitteren Niederlage gegen Mazedonien war das ÖHB-Team ohne Punkte in die Hauptrunde eingezogen. Und nach den ersten 30 Minuten war abzusehen, dass es bei diesem Punktestand bleiben sollte. Keine Gegenwehr für Ólafur Gudmundsson, eines seiner 6 Tore zum 16 zu 7. Zur Halbzeit Island schon mit 8 Toren vorn. Die Österreicher kamen mit neuem Schwung aus der Pause. Ein toller Dreher von Richard Wöss. Doch für eine atemberaubende Aufholjagd reichte es nicht. Island abgeklärt, verwaltete den Vorsprung und brauchte nie um den Sieg zu zittern. Österreich manchmal auch einfach im Pech. Vom Pfosten springt der Ball an das Bein von Thomas Bauer. Am Ende gewinnt Island ungefährdet mit 33 zu 27 und hat nur 3 Punkte auf dem Konto. Österreich kann das EM-Halbfinale zwar nicht mehr erreichen, kämpft aber ab jetzt um eine möglichst gute Platzierung bei der Handball-EM 2014.